Hey, euer Doc ist wieder mal am Start und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, nämlich was ist ein SCUF-Controller, Pedals-Controller, für wen ist so ein Controller gedacht? Heute kriegt ihr so das Grundverständnis für dieses Thema. Ich weiß, es ist viel Zeit vergangen und viele haben immer wieder in die Kommentare geschrieben, hey Doc, zeig mal ins Kaff und. Ich war die letzten Monate unterwegs und habe geguckt auf dem deutschen Markt, wo gibt es Firmen, die zuverlässig sind, auf die ihr euch sozusagen verlassen könnt und die wirklich das Geld, was ihr für diese Controller ausgibt, auch auf jeden Fall sich lohnt. Und ich habe die ein oder andere Firma kennenlernen dürfen und fange heute mal mit der ersten Firma an. Und da drinnen verbirgt sich was Tolles. Und wir besprechen heute aber auf jeden Fall erstmal das grundsätzliche Thema, das SCUF-Thema, und gucken uns dann in der nächsten Folge den ersten SCUF-Controller heute bei mir in meiner Sendung dann auch an. Ich habe das Thema aufbereitet und ich würde sagen, wir fangen auch mal an und besprechen so einmal eure Fragen und einmal so grundsätzliche Informationen, die wichtig sind. Es gibt SCUF-Controller, es gibt Pedals-Controller, Wings-Controller, das sind verschiedene Modifikationen für einen PlayStation 4 oder Xbox Controller. Also alles, was ich heute sage, zählt sowohl für den PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, Xbox 360 und die Xbox One. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ihr heute sozusagen das Wichtigste bekommt. Grundsätzlich mal zur Legalisierung solcher Controller, weil es gibt immer noch Menschen da draußen, die sagen, ja, das ist doch Cheaten, das ist doch Betrügen und. Nein. Viele, ja, letztendlich Spielligen, wie zum Beispiel die ESL und, unterstützen auch überhaupt und supporten das Ganze. Das heißt, so ein Pedals-Controller, so ein SCUF-Controller, die sind nicht verboten und diese darf jeder nutzen, sowohl in einem Turnier als auch in einem Clanspiel oder halt privat. Die Frage ist, wer braucht so einen SCUF-Controller, Pedals-Controller grundsätzlich? Also in erster Linie nutzen viele Pro-Gamer so einen Controller. Jetzt, wenn man so einen Controller hat, wird man nicht auch gleich zu einem Pro-Gamer? Nein, aber das erleichtert auf jeden Fall echt einiges. Aber auch viele Clans haben Kooperationen mit eigenen Firmen letztendlich und spielen auch und nutzen das Ganze. Man kann sich das so vorstellen wie mit einem Golfschläger. Also für jedes Loch oder für jede Situation benötigt man einen eigenen Golfschläger und ähnlich ist es auch mit den Controllern. Das heißt, auf der einen Seite hat man den Standard-Controller, aber auf der anderen Seite hat man zum Beispiel einen SCUF-Controller. Und dann die Frage zu beantworten, ja, für welche Games braucht man denn oder könnte man einen SCUF-Controller nutzen? Die Hauptzielgruppe sind die FPS, also die Ego-Shooter-Gamer letztendlich, weil diese haben einfach die Möglichkeit, präziser, schneller zu spielen. Das heißt, ihr Daumen ist immer auf dem Thumbstick und geht dann nicht auf X oder Kreis, sondern man hat hinten dann die Pedals oder die Wings, je nachdem, was man gerne haben möchte, und hat immer den Daumen sozusagen auf dem Thumbstick, und wenn man sich sozusagen dreht, im Laufen sich dreht und gleichzeitig aber auch hinten die Tasten aktiviert und verlässt sozusagen nicht den Thumbstick, und das ist ein riesengroßer Vorteil. Man kann sich das Ganze so vergleichen wie mit einem Sportwagen. Wer braucht alles einen Sportwagen? Es gibt ja ein normales Auto, aber es gibt einen Sportwagen. Es gibt Menschen, die besitzen einen Sportwagen, weil sie tatsächlich Rennen fahren. Aber es gibt auch Menschen, die besitzen einen Sportwagen, weil sie halt gern mal Gas geben, gern mal Spaß haben, gern mal schnell fahren. Das heißt, jeder, der die Möglichkeit hat und das nötige Kleingeld, kann sich halt einen Sportwagen leisten. So kann man das Ganze vergleichen. Jetzt unterteilen wir das Ganze mal. Man hat die Möglichkeit, einen normalen Controller zu nehmen, ähnlich wie mit einem Auto. Und ein Auto kann man tiefer legen. Man kann Felgen kaufen, Bodykit kaufen, die Scheiben pinnen und. Bei einem Controller ist es ähnlich. Man kann verschiedene Farben sich sozusagen, also man kann den komplett lackieren, bis hin zum Airbrush. Man hat sogar die Möglichkeit, die einzelnen Tasten farbig anzupassen, die Thumbsticks letztendlich auszutauschen. Man kann sogar von dem Controller von der Xbox One die Thumbsticks nehmen und auf seinen PlayStation-Controller aufbringen und. Beleuchtung, alles drum und dran. Das ist die eine Welt der Controller, die man letztendlich halt, ja, pimpen, modden kann. Auf der anderen Seite gibt es aber dann auch die Sportwagen, das bedeutet die Pedals, Wings, SCUF-Controller. Diese bieten dieselben Möglichkeiten. Man kann auch
das Ganze komplett individualisieren, seinen eigenen Controller erstellen. Man kann verschiedene Folien drauf sich letztendlich beziehen lassen oder halt einen Case dafür kaufen. Dann hat man auch da die Möglichkeiten, verschiedene Knöpfe, Bullets, also so Patronenhülsen, Knöpfe und. Und dann auch natürlich auch Höhe verstellbare Thumbsticks. Das geht auch. Zusätzlich kommt dann auf der Rückseite, aber dann beziehungsweise die Pedals, ob das jetzt von SCUF ist, die Wings oder. Man kann sogar mittlerweile diese so individualisieren, dass man mit einem Chip das Ganze dann für jedes Spiel oder sogar während dem Spiel ja neu resetten kann und neu setzen kann. Also man kann sagen, mein rechter Wing ist jetzt anstatt der Kreis, Viereck, Dreieck oder. Man kann halt komplett individualisieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie überall, je mehr Geld man in die Hand nimmt, desto mehr Möglichkeiten hat man. Die bekannteste Firma ist SCUF Gaming zum Beispiel, Burn Controller und. Es gibt im Ausland viele Hersteller, viele Unternehmen, die so einen Controller letztendlich herstellen. Aber auch in Deutschland gibt es tolle Unternehmen, die auch sich spezialisiert haben und sehr tolle Produkte letztendlich für euch auch richtig Qualität bieten. Und der Vorteil auch, die Firmen in Deutschland haben sowohl die Möglichkeit, das Ganze in die Schweiz zu verschicken, bis hin auch natürlich auch die österreichischen Gamer und die deutschen Gamer werden somit versorgt. Es gibt wirklich einige und ihr werdet den einen oder anderen in den nächsten Folgen auch kennenlernen. Und so ein Controller, ja, es fängt schon bei 60 Euro an, wenn man heute seinen eigenen Controller nimmt und irgendwo einschickt und dann werden da zum Beispiel die Pedals hinzugefügt. Es geht dann weiter, wenn man, sage ich mal, einen Controller nicht einschicken möchte, sondern gleich kaufen möchte, geht es dann weiter und dann hat man die Möglichkeit, ja, ab 100 Euro gibt es schon den ersten SCUF-Controller, je nachdem mit Wings, mit Pedals oder. Je mehr dann man tunen möchte letztendlich, modden möchte, bessere Tasten bis zu hin anderen Tasten, anderen Thumbsticks oder halt dann sogar auch die Wings individualisieren oder wirklich sogar das Aussehen, Airbrush-technischen, eigene Techniken, eigenes Design, das geht dann wirklich dann auch nach oben und dann gibt es dann schon die Controller zwischen 130 und 160 Euro. Die dann aber noch mehr und noch größer und noch weiter, die können gerne im Ausland schon, ja, Full-Service-Controller, also mit allen möglichen Schnickschnack drum und dran, geht ab 200 Euro los, kann man dann aus dem Ausland letztendlich beziehen. Also diese Möglichkeiten habt ihr, diese Möglichkeiten könnt ihr nutzen und ich habe mich entschieden, in Deutschland zu bleiben und mit einer Firma zusammenzuarbeiten. God Gaming macht einen God-Mode für eure Controller. An dieser Stelle liebe Grüße und alles andere dann in der nächsten Folge. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich auf die nächste Folge, auf das Unboxing des SCUF Controllers. Bleibt gespannt, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Denkt dran, ihr findet mich Facebook, Instagram, die noch nicht dabei sind. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc. Boah. SCUF Controlling, Unboxing. Ist das geil?